Ja, Mobo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von. Ach, das war Licht, ne? Subnautica. Wir brechen gerade auf unsere wohl krasseste Expedition auf, aber ich sehe da unten noch etwas sehr Wertvolles. Und das möchte ich gerne mitnehmen. Licht natürlich aus. Muss Strom sparen. So, ich denke mal, ich sollte dich auf jeden Fall reparieren erstmal. Chill mal, Kleiner, chill mal. Kann ich die Batterien hier eigentlich rausnehmen? Weil dann wäre das eine gute Reserve. Tatsächlich. Okay, die hätte ich als Reserve. Okay, die kann ich als Reserve nehmen. Alles gut. Ach, das ist Titan. Ach Gott. Ja, Titan brauchen wir jetzt nicht mehr. Glaube, ich habe mein Schiffchen gerade bewegt, oder? Kann es sein, dass ich so weggedriftet bin? Na gut. Dann geht's jetzt weiter. Ich glaube, das war hier runter. Signalhorn, ja, am Arsch. Uah. Doch jetzt nicht das Signalhorn läuten. Bin ich völlig behindert. So. Jetzt müssen wir nur den Ort wiederfinden. Aber ich denke mal, der ist jetzt nicht so schwer wiederzufinden. Warum leuchtet eine einzige Pflanze? Es kommt nur so rüber. Okay. Langsame Fahrt voraus, Leute. Wir müssen nämlich jetzt ganz leise sein. Okay, Licht an. Nirgendwo gegenfahren am besten. Wenn ich da raus teleportiert werde, bin ich am Arsch, ey. Ich sehe hier auch absolut gar nichts. Oh, mehr nach links, mehr nach links. Und runter. Ist echt nicht einfach. Volle Konzentration. Sind nur Fische, alles gut. Hier nach vorne. Bisher haben wir noch keinen Aufsehen erregt, das ist sehr schön. So, Kamera umschalten, wo bin ich jetzt? Da sind die Elektrofuzzis. Ich glaube, in die Richtung muss ich. Ich glaube, da geht's runter, ja, ne? Ich glaube schon. Komm hier nicht weiter, warum nicht? Okay, runter. Angriff durch ein Tier? Oh Gott. Ich will gar nicht wissen, was es ist. Bitte lasst mich nicht sinken. Alles, was ich will. Ich glaube, hier ist nichts. Scheiße. Wieder hoch. Kacke.
Jetzt habe ich ein Problem. Sorry für die ganzen Kraftausdrücke, aber wir haben hier gerade... Einfach stehen bleiben. Der weiß nicht, dass wir hier sind. Hier ist noch alles dufte. Energie ist oben. Machen wir Licht aus. Wir stellen uns tot. Zieh dich. Okay. Langsam. Überall Bauteile finden für den Hans Dieter hier, nicht Hans Dieter, sondern Herbert. Sind echt überall. Ja, ich kann es schwächer machen, okay. Ich muss das Licht ausmachen. Wieso ist das Licht an? Oh, ist es nicht. Scheiße. Oh Gott, hoffentlich ist nichts kaputt. Das Licht ist nicht an. Warum ist das hier so hell? Scheiße. Alles gut. Irgendwas ist hinter mir. Aber es ist weg. Okay, ich bin jetzt bei diesem großen Fischi, ne? Alles noch in Ordnung? Wieso ist das hier so hell? Es ist ungewöhnlich. Ist das, weil da bei dem Licht... Ach, bei dem ist Licht an. Wie sieht's mit der Energie aus? So, aber die Energieeffizienz hat sich richtig gelohnt. Okay. Das ist, glaube ich, unser Krebs, der hier das Licht anhat. Aber ich glaube, mit dem kann ich jetzt momentan schlecht raus. Weil wir zu tief sind. Okay. Ganz langsam Licht aus. Licht aus. Okay. Oh. Da ist ja der Riesenfisch, ne? Wieso steht der Herbert 34 Meter? Wir müssen in diesen riesengroßen Bereich. Was für eine Expedition hier. Oh, scheiße, hau mit deinem EMP. Wenn der mir meine Energie abzapfen kann, dann habe ich ein Problem. Ich bin ein Fisch! Ich bin ein Fisch! Ich bin ein Fisch. Ich bin doch nur ein Fisch, Mann. Scheiße, er folgt mir. Aber ich kann hier auch nicht schnell fahren. Okay, ist weg. Leben haben wir noch voll, sehr schön. Sollte ich mich dran gewöhnen, da hinzugucken. Alles soweit in Ordnung. Ist da ein Weg unten? Scheiße. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Schrauben wir
Taube, okay. Ah, hier geht's wieder hoch. Ich will ja nicht hoch. Kann auch nicht zurück, wenn die scheiß Kackbratzen da sind. Haben wir hier schon mal? Weiß das ehrlich gesagt nicht. Das kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Ach. Zieh dich doch. Hochziehen! Hochziehen! Hast du mich erschreckt, Mann? Warum könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Oh, ich häng fest. Also wenn ich sagen würde... Also ich würde schon sagen, dass hier irgendwo das Biom ist. Ja, okay, hier waren wir schon mal. Oder? Ich schwimme da einfach jetzt mal hin. Steig jetzt aus. Lock sie noch an, Zero. Weißt du was, ich hupe einfach mal. Versuch das mal, um sie abzuschrecken. Vielleicht wirkt das ja. Ich weiß sonst nicht, wozu die Hupe sein soll. Ja, hier waren wir. Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass hier irgendwo die Pilze wachsen, aber... Anscheinend ja nicht. Es leuchtet hier alles und du rustiert doch sowieso. Was bist du? Leuchtglobus! Kannst du mir irgendwie weiterhelfen? Ich glaube nicht. Ich schaue mich hier einfach erstmal so um. Vielleicht finde ich ja schon irgendwas Brauchbares. Vielleicht ein Weg oder irgendwas, wo wir hin könnten. Das sieht doch hier gut aus. Oder sind das die Leuchtpilze? Ja. Okay, schwimmen wir mal hier hin. Hier scheint es auch relativ safe zu sein. Weil theoretisch ist das sowieso der Weg, wo wir gerade hinschwimmen, ne? Warum muss das so stressig hier unten sein? Kann das nicht irgendwie chillig sein? Ich bin in meinem komischen U-Boot und will einfach nur chillen. Ne, es ist hinter uns. Kommen wir von da? Ja, wir kommen von da. Das ist in die Richtung, wo wir hingucken. Aber erstmal Sauerstoff tanken, Moment. Scheiß Kackbratze, hau ab. Verzieh dich! Schreck die nicht ab, ne? Ja gut, ich gucke erstmal zu Fuß wieder um. Erstmal zu Fuß ein bisschen umsehen und dann mal schauen. Uah, hallo. Tschüss. Gott, ich hoffe, ich konnte ihm ausweichen. Okay, wir müssen auf jeden Fall in die Richtung gucken. Scheiße, Mann, überall diese Kackviecher. War das gerade ein Ei? Nehme ich, kenne ich noch nicht.
Ich sehe ja nicht mal irgendwas Brauchbares zum Einsammeln. Ja, komm, die Dinger nehmen wir mal mit. Könnte man gebrauchen. Och Mann, teleportiert ihr woanders hin, wo ich nicht bin. Da würde es mir gut gehen. Oh nein, die folgen mir ständig. Irgendwie am Arsch. Ich habe keine Ahnung. Hier scheint es irgendwie auch irgendwo nirgendwo weiterzugehen, ne? Ja, entfernen wir uns mal nicht zu weit von denen. Ich denke mal, der Typ ist mittlerweile despawned. Und dann fahren wir einfach geradeaus. Wir fahren einfach dahin, wo es geht. Bis wir dann nicht mehr weiterkommen und dann stecken wir hier fest. Ich finde, das ist ein guter Plan. Lass mich. Na gut. So, momentan bauen wir eh nicht, ne? Verwirrend. So, nehmen wir die Batterie raus. Nehmen wir die Batterie da rein und die laden wir hier auf. Wann ist gerade? Was ist da gerade aufgeploppt? Vor meinem Gesicht. Achso, das war das wahrscheinlich. Lass mich in Ruhe. Es Alien-Viecher. Ich geh einem nur auf den Sack. Hm? Ach da. Anderes Tier da hinten irgendwo. Sag mal, wer macht da schon wieder Stress? Der Kollege wieder, ey. Also hier mit dem U-Boot rumzufahren, ist echt grauenhaft. Ich glaube, wir drehen auch um, ey. Muss es einen besseren Weg geben. Beste, was jetzt noch passieren könnte, ist, dass ich hängen bleibe. Ich will doch nur nach Hause. Gut, nach Hause meine ich nicht mein Zuhause hier auf diesem Planeten. Gehen wir mal hier runter und dann gucken wir mal, dass wir hier irgendwie einen gescheiten Weg finden. Ich glaube, hier sind wir hoch, ne? Weiß es ehrlich gesagt nicht. Da ist so gleich aus. Vor allem, wenn wir die Oberkackbratze finden, finden wir auch den Weg, den ich gehen möchte. Aber ich glaube nicht, dass wir so tief runter können. Wie tief sind wir denn jetzt? Wir sind schon auf der Hälfte unserer Tiefe angekommen. Also ich fahr mal hier lang. Da ist das Fischviech. Okay, gut, dann fahren wir jetzt mal in die Richtung. Dann kommen wir von da und fahren jetzt hier hin. Ein bisschen weiter runter anscheinend. Oh, hier wird's hell. Hier wird's... Oh Gott, hier wird's richtig hell. Wo sind wir jetzt? Okay, nein... Wenn mein Schiffchen hierbei drauf geht, bin ich am Arsch. Alles umsonst. Dann baue ich die Rakete und versuche so hoch zu fliegen. Oh Gott, wie viele sind denn hier von den Dingern?
Achso, nee, das ist ein anderer. Oh Gott, ich glaube, er hat mich entdeckt. Ich fahre extra leise. Was soll diese Musik? Okay, die Oberkackbratze hat uns nicht bemerkt. Okay. Wir schwimmen mal hier entlang und gucken, ob wir da irgendwas finden. Ist das anstrengend, hier unten rumzufahren, Leute. Ihr guckt zu. Was auch immer das gerade war. Ich bin gegen Fisch gefahren, das hörte sich an, als wäre ein Stein. Ihr könnt hier zugucken, wie ich mich hier durchquille durch diese engen Schluchten. Ich weiß nicht mehr, ob die böse sind. Wobei, die sehen ehrlich gesagt nett aus. Naja. Einigermaßen. Hier wird irgendwo noch eine Oberkackbratze sein, denke ich mal. Oh, ich sehe schon. Stück hoch. Hier waren wir auch schon mal. Ich erinnere mich an diesen Ort. Aber ich weiß nicht, ob der in der Nähe von dem war, wo wir hin möchten. Wie tief sind wir jetzt? 1800. Ich habe aus Versehen Licht angemacht. Direkt wieder ausgemacht. Das da sieht doch schon mal sehr gut aus. Pause. Machen wir eine kleine Pause. So, essen wir kurz was. Erholen uns von dem Stress. Und ich würde sagen, jetzt wo wir hier gerade in Sicherheit sind, können wir hier eine kleine Basis aufbauen, oder? Was sagt ihr dazu? Wir gucken mal, wie es hier aussieht. Okay, das sind natürlich ein paar Viechers. Ich würde sagen, hier am Rand. Da bauen wir eine kleine Basis auf. Das Problem ist natürlich, hier Energie herzubekommen, ne? Könnte aber ein Atomkraftwerk aufbauen, um, ja, quasi Energie zu gewinnen und hast du nicht gesehen. Also wir haben sehr viel Zeit jetzt hier an dieser Stelle, um eine kleine Pause einzulegen. Batterie ist fast voll. Wie sieht es mit unserer Batterie hier beim Schiffchen aus? 90%, ja, das ist doch noch in Ordnung. Okay. So. Muss noch ein bisschen was essen. Oh, das reicht schon. Das pflanzen wir mal wieder ein und dann machen wir ihn kaputt. Zack. Zack. So. Also die Pause habe ich mir echt verdient. Da können wir jetzt endlich wieder Licht anmachen. Hier scheinen wir ja halbwegs so in Sicherheit zu sein. So. Was möchte ich denn aufbauen? Erstmal brauche ich meine Energiezelle wieder. Also, ich möchte gerne anfangen. Und ich möchte eigentlich nur den Scannerraum haben. Titan, Kupfererz, Gold, Tischkrollenprobe. Ist easy. Ist echt leicht. So. Gold. 5-mal Titan. Aber wir brauchen noch einen normalen Mehrzweckraum, glaube ich. Wir brauchen auf jeden Fall einen Mehrzweckraum. Den bauen wir als allererstes dann hin, meinetwegen. So, wir brauchen ja natürlich noch eine Energiequelle, ne? Und da, ich glaube hier unten, keine Ahnung, bringt ein Bioreaktor hier was? Ja, wir gehen erstmal runter und bauen ein bisschen was.
Da ist so eine Riesenperle, die hätte ich gerne. Was ist das? Können wir es gebrauchen? Titan. Ja, ich meine, da wir jetzt hier eh bauen möchten. Oh, baue einen Mehrzweckraum. Daneben dann den Scannerraum. Zweimal Kupfer, eine Tischkorallenprobe. Okay. Das kriege ich hin. Wie wir hier unten eiskalt bauen. Finde ich gut. Kann ich hier irgendwas von verwenden? Das hier ist. Das ist die Frage. Ich brauche nämlich. Irgendwas, womit wir unseren Reaktor betreiben. Ob Bio oder was weiß ich. Ich meine, rein theoretisch bekommen wir hier höchstwahrscheinlich alles für einen Atomreaktor her, ne? Tischkoralle. Oh. Geil. Nehme ich mit. Sehr schön. Also hier werden wir ordentlich fündig. Ich glaube, mit der Tischkoralle könnten wir schon mal einen Bioreaktor betreiben. Aber das wäre halt ein Rohstoff, der schnell zu Ende gehen würde. Oh. So heiß. Wurde ich von irgendwas angegriffen oder war es einfach plötzlich zu heiß? So, okay. Ich brauche Gold. Was Gold? Kupfererz, zweimal. Oh Gott, habe ich noch Kupfer? Oh, ich hatte doch nicht so viel Kupfer, ne? Hey, auf jeden Fall noch genug für den Raum, den wir bauen. So, wir haben hier aber auch kein Licht, deswegen müssen wir wegen, also Energie halt, ne? Aber es gibt auch Wärmereaktoren, oder nicht? Naja, bauen wir erstmal. Scannerraum. So, jetzt noch eine Luke. Kann ich die hier ranbatschen? Oder daran? Natürlich nicht. Chill mal. Ah, nicht genug Titan. Das ist doch keine Luke. Oder? Doch, tatsächlich. Ich dachte, eine Luke macht man aus Glas. Achso, Quarz hatte ich dabei. Haha. Kann ich diese Pflänzchen hier ernten? Nein. Bist du gut oder böse? Anscheinend gut. Oder zumindest willst du mich noch nicht fressen. Vielleicht hast du auch noch keinen Hunger. Flussstreuner. Oh, sehr schön, Kupfer. Kupfer nehme ich immer mit. Titan, sehr schön. Wenn wir jetzt noch einen Titan finden, müssen wir nicht mal mehr zurückgehen. Nehmen wir auf jeden Fall alle Ressourcen mit, die ich finden kann. Also ist definitiv klar. Das sind die Leuchtpilze. Wir haben sie gefunden. Sehr schön. Mehr wollte ich doch nicht. Kristallines Uranium. Na gut, für mich nicht wirklich wichtig. Momentan. Wir haben ja mehr als genug. Na gut, gehen wir rein, holen Titan. Legen ein paar Pilzchen ab. Hab ich richtig gut positioniert, die Basis, wa? Direkt neben den Pilzen.
Nice. Wir müssen halt nur aufpassen, dass sie uns nicht zu Ende gehen und dass wir sie rechtzeitig wieder anpflanzen. So, ich frage mich, ob man Tischkorallen auch anpflanzen kann. So, Energiezufuhr? 90%, ah, easy. Okay. Oh Gott, wir sind schon bei 30 Minuten, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, wie es vorangeht, ne? Haut rein, euer Zero. Tschüss.